Wie habe ich das nochmal gemacht vorhin? Irgendwie mit drehen und verschieben. Wie genau? Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht aufgepasst. Möchtest du einen Tipp? Schön. So. Noch gehen wir nicht durch die Tür. Nee, noch nicht. Das hier empfand ich als einfacher als das gerade, was ich gemacht habe. Aber das hast du schnell gemacht. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist hauptsächlich Glück, dass ich das schaffe. Ist doch egal. Hauptsache, es ist geschafft. Doch, nee, war schon voll. Ich dachte schon, hä, warum ist er weg? Nein. Nee, alles gut. So. Und jetzt? Gehen wir durch. Wart. Es kam leider ein bisschen zu spät. Schade. Echt? Ja, doch, das kann durchaus sein. Och nö. Jetzt müssen wir doch alles von vorne. Doch noch irgendeinen Gegenstand. Deswegen haben wir den Schraubendreher. Kann nicht sein. Sollen wir mal reingehen oder sollen wir noch mal irgendwie eine Lösung nachgucken? Das geht alles von eurer Zeit ab. Nicht, weil ich dich leiden hören will, nein. Oh, wie viel Computerspiele haben die noch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber Ende offen. ja, ich muss nirgendwo hin. Ups.
muss höchstens irgendwann ins Bettchen, aber ich habe ja morgen frei, zum Glück. Ja, die meisten, die das hier sehen werden, haben wahrscheinlich frei. So, jetzt drücken wir den Spiegel davor. Zack. Ich finde es ja schön, wie die es gemacht haben, aber das tausendmal zu sehen, ne? Kein Bock mehr. Das stimmt leider. Und auch die Rätsel, kein Bock mehr. Dass man die nicht einfach so überspringen kann, wenn man sie einmal gemacht hat. Schon wieder E-Mails. Ich hätte es auch ausmachen sollen, das Outlook. Du willst den letzten Mechanismus nachbauen. Da, wo du dann aussuchst, welche Tür du nehmen möchtest oder wie. Nur das mit dem Spiegel. Muss mir gleich nochmal sagen, welcher genau. So, was wollte ich jetzt hier tun? Ich wollte. Bastler Cosplay. So machen. Kannst du nicht mit dem Papst zusammentun? Könnt ihr es auf einen 3D-Drucker machen oder so? Nee, ein 3D-Drucker kann ganz, ganz schlecht nur Spiegel drucken, glaube ich. Ja, ein Spiegel nicht, aber die Fassung oder ja, das geht bestimmt. Einfach dieses Rondell mit der Laserdiode. Achso, das ja. Schwupp. Soll ich den jetzt schon machen oder soll ich erst den anderen? Ah ja, so ja, ich warte, bevor ich reingehe, auf jeden Fall. Jetzt machen wir erst nochmal hier die Endgegner. Endgegner-Kristalle. So, die beiden, die drei. Fuck. Das wollte ich nicht. Ich komme mir gerade wieder so dumm vor, einfach nur. So, nee, ich glaube, ich will die unteren beiden behalten. Vielleicht die oberen beiden. Nein. Vermutlich schon, ja. Ich kann ja auch erstmal nicht den Knopf drücken. Willst du beide Knöpfe gleichzeitig drücken? Was Schweres drauflegen. Schraubendreher zum Beispiel. Fuck. Das hier willst du nachbauen? Das war also tatsächlich hier das ganze eirige Ding da, hier in der Mitte.
Ja. Sieht es aus, ja. Der miese Penner. Ja, was tue ich jetzt? Kann man das nicht irgendwie durch die Strahlen umleiten oder so? Die Spiegel darf ich nicht mehr benutzen. Mhm. An der Klappe was machen? Ja, vielleicht mit dem Schraubendreher. Mhm. Nee. Hey, ich glaube nicht, dass die Klappen... Obwohl, ja doch, das sieht so aus, ne? Als ob die Klappen den Laser... Da ist ja keine Klappe. Die ist hier unten, die Klappe. Ach so. Frau, was soll ich tun? Hä? Was? Hilfe. Ich drück einfach nochmal drauf jetzt, aber... Haha, guck mal, da schau. Na siehst du. So. Das miese Viech. So, jetzt haben wir da so eine Glibbertür. Ich würde da jetzt nicht durchgehen. Haben wir gemacht. Das ist das letzte Ending, was wir hier noch brauchen jetzt für dem Spiel. Und wir sind wieder auf dem Mars oder so ähnlich. Bist du sicher, dass es der Mars ist? Nee, sicher nicht. Sicher nicht, aber... Ja. Sind die Pyramiden? Schön. Wir sind auf dem Mars verendet. Yay. Das ist das Gesicht. Das Gesicht, Auge, Auge, Nase, Mund. Thank you. Also, danke, danke. Und auch zurück, weil... Meine Fresse, das hätte ich nicht ohne weiteres ohne alleine geschafft. Doch, bestimmt, aber nach einer Weile länger. So, und jetzt gehen wir mal in den ins Chatfenster. Bam. Und dann können wir kurz besprechen, was wir jetzt so spielen können. Das hier machen wir mal weg. So. So, irgendwie die Kategorie von dem Raum. Zack. So, also was ich jetzt gerade noch installiert habe, ist zum Beispiel Cathy Rain. Ja, wir machen jetzt einfach Point and Click.